Der Zins ist zurück. Gleichzeitig stellen sich Fragen, inwieweit der massive Zinsanstieg die Stabilität im Finanzsystem negativ beeinflussen kann. Von daher gibt es momentan verschiedene Überlegungen, die nicht nur für Unternehmen relevant sind, sondern für all diejenigen unter Ihnen, die Vermögen strukturieren müssen, sei es, weil sie Kapitalzusagen bei Private Equity Fonds gegeben haben, sei es, weil sie ein Cash-Event hatten, nun große Summen auf Bankkonten liegen durch einen Unternehmensverkauf oder einen Immobilienverkauf. Und wir wollen jetzt die verschiedenen Ebenen der Liquiditätsplanung entsprechend betrachten. Zum einen die operationelle Liquidität, das sind also die festen Ausgaben, die auf Basis der nächsten 6 Monate sehr absehbar sind. Hier muss man sagen, da ist das Tagesgeldkonto respektive das laufende Girokonto natürlich das Mittel der Wahl. Im nächsten Schritt ab 6 Monaten können wir dann doch eher über taktische Liquidität sprechen. Hier würde man über sortenreine Geldmarktfonds nachdenken, um einen gewissen Zinsertrag zu generieren, aber auch das Gegenparteienrisiko gegenüber einzelnen Kreditinstituten zu reduzieren. Dann die strategische Liquidität. Das sind eben durchaus Gelder, bei denen klar ist, dass das letztendlich auch für etwaige Zusagen für Private Equity Fonds vorgesehen ist. Aber natürlich sind das auch die Gelder, die am Ende des Tages in die strategische Kapitalanlage wandern sollen. Also die Kapitalanlagestruktur, die sich nach einem sorgfältigen Prozess zur Herleitung der strategischen Asset-Allokation etabliert hat, aber wo wir eben auch immer das Timing-Risiko haben. Es soll schrittweise investiert werden. Es wurden Immobilienfonds gezeichnet, vielleicht die Mittel sukzessive abrufen. Es wurden Private Equity Fonds gezeichnet, die Mittel sukzessive abrufen. Und vielleicht eben auch dann die taktische Reserve, die für mögliche Erbfall oder sonstigen Steuerzahlungen noch vorgehalten wird. Also, wir sehen sehr deutlich, Liquiditätsplanung ist ein wichtiges Thema. Zum einen sorgt es für die entsprechende Ruhe, um Kapitalmarktschwankungen besser aushalten zu können. Das verbessert also die Rendite, weil es finanziellen Stress und damit die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen reduziert. Aber auf der anderen Seite sagen die Betriebswirte auch, der Siedepunkt der Liquidität ist der Gefrierpunkt der Rentabilität. Und insbesondere in einer Zeit, wo es wieder Zinsen gibt, steigen die Opportunitätskosten. Und daher ist die Unterscheidung zwischen kurzfristiger Liquidität und auch der strategischen Liquidität, aber auch die Abgrenzung zur strategischen Vermögensanlage, die ist natürlich an dieser Stelle eben auch sehr wichtig. Nicht nur, um die Rendite zu optimieren, sondern auch, um entsprechende Gegenparteienrisiken zu reduzieren und vielleicht auch in eine Situation zu gelangen, wo man sich nicht zu 100% auf die Funktionsweise der Einlagensicherungssysteme verlassen muss. Das soll es als Denkanstoß gewesen sein. Ich darf Ihnen einen schönen Tag wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.